Herzlich willkommen, meine lieben Clasher-Freunde, zu einem weiteren Video. Ja, meine Lieben, heute soll es mal um die Hüterin in Verbindung mit dem Talent Überleben gehen. Wir haben ja alle in den letzten Tagen die Möglichkeit gehabt, über das Event Heldenfest an ganz viele Belohnungen zu kommen. Ja, bei mir hat es zweimal funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt ganz viele Talentinsignien und ich hatte im Lagerhaushalt zweimal das Talent Überleben. Und gestern habe ich mir gedacht, Mensch, auf wem kannst du dieses Talent denn mal nutzen? Ich habe in den letzten Tagen, in den letzten Wochen immer wieder gehört, dass dieses Talent auf der Hüterin bombastisch sein soll. Hab dazu auch einige Videos gesehen. Ich schaue auch immer ganz genau hin. Ja, wenn ich mir einige Videos angucke, wo die Hüterin dann immer so als Monster dargestellt wird, schaue ich natürlich auch immer ganz genau hin, welche Gegner dort angegriffen werden. Und die Leute, die mich kennen, mit denen ich täglich zu tun habe, die wissen ganz genau, dass ich mich auch über bestimmte Videos immer aufrege, nämlich über die Videos, die man sich dann immer schön zurechtschneidet, ja, wo man sich immer die Leckerbissen der Kämpfe raussucht, wo man bestimmte Gegner angreift, die kein Stärken haben, Gegner, die kein Unwohlsein haben oder wie auch immer, so dass die Hüterin am Ende leichtes Spiel hat. Und ja, Leute, die dann nicht ganz genau hinschauen, bekommen dann immer oft das Gefühl, Mensch, dieses Talent ist auf der Hüterin einfach bombastisch. Ja, einige Leute beschweren sich sogar und sagen, Mensch, das Spiel ist kaputt. Ja, die Hüterin ist ja damit unbezwingbar. Und ja, ich habe mir auf jeden Fall gedacht, weißt du was, du gönnst dir jetzt einfach mal dieses Talent auf der Hüterin. Nicht, weil du davon überzeugt bist, sondern weil du das einfach mal testen möchtest. Ich habe das auch schon getestet. Das heißt, ich konnte mir auch eine ganz klare Meinung hier bilden. Ich möchte auch direkt an dieser Stelle sagen, dass ich von diesem Talent nicht überzeugt bin. Aber ich beziehe das auf meinen Bereich. Ja, auf die Gegner, die ich damit angreife. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man die Hüterin mit dem Überleben in dem unteren Bereich, wo die Gegner nicht ganz so stark sind, ja, dass man die sicherlich damit richtig gut spielen kann. Aber man könnte sie auch mit anderen Talenten gut spielen. Also da würde ich auch nicht auf Unheiliger Pakt, auf Kriegsgott oder so verzichten wollen. Und ich habe ja auch gerade gesagt, dass Unwohlsein in den Videos nie aktiv ist. Oder ich will nicht sagen nie, aber wirklich selten aktiv ist. Und das möchte ich auch ganz kurz mal ansprechen. Für die Leute, wo haben wir jetzt hier Unwohlsein? Also für die Leute, die diese Verzauberung nicht auf dem Schirm haben. Das ist wirklich eine ganz starke Verzauberung. Die wird hier bei uns in dem Bereich wirklich sehr, sehr häufig genutzt. Ich selber habe die noch nicht auf diesem Account. Ihr wisst es ja, ich habe ja meinen Account gewechselt. Ich brauche diese Verzauberung unbedingt. Und hier steht's auch, verringert die erhaltbare Heilung zweier gegnerischer Helden 5 Sekunden lang um 100%, Abklingzeit 8 Sekunden. Das heißt, euer Held muss nicht angreifen, er muss auch nicht angegriffen werden, dass diese Verzauberung auslöst, sondern die löst einfach aus. So, und wenn der Gegner diese Verzauberung hat, ja, wir die Hüterin praktisch setzen, die Hüterin bzw. das Talent Überleben dann auslöst, dann bekommen wir ja diesen Schutz. Stellt, wenn angegriffen, LP um 1700% Angriff wieder her und ist 3 Sekunden lang immun gegen eingehenden Schaden. Das heißt, Überleben löst aus, wir bekommen den Schutz, ja, haben auch schon Damage reinbekommen und normalerweise würde sich die Hüterin dann heilen. Aber wenn der Gegner Unwohlsein hat, ja, Unwohlsein auslöst, dann haben wir den Schutz, aber wir bekommen keine Heilung. So, und wenn wir dann keinen Schutz mehr haben, dann stehen wir da mit 20% HP, ja, werden einmal getroffen und das war es dann auch schon gewesen. Und das passiert eben in diesen Videos nicht. So, und wir werden jetzt einfach mal einige Situationen nachspielen, die ich auch in den Videos gesehen habe, so dass wir einfach mal so einen kleinen Vergleich haben. Wir werden schwächere Gegner angreifen, wir werden stärkere Gegner angreifen und dann bin ich mir sicher, das war uns heute hier wirklich mal ein klares Bild von der Hüterin in Verbindung mit dem Überleben machen können. Also Leute, wir werden jetzt mal ein bisschen mit der Hüterin raiden gehen. Dazu habe ich die Gute mit der Mini-Angie ausgestattet und als Wappen Unheiliger Pakt. Man kann natürlich hier einige Kombinationen nutzen, je nach Situation. Es gibt auch Videos, wo die Hüterin mit dem Höllenballon im Gildenkrieg komplette Basen zerstört. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal eine Runde raiden. Ich werde das Ganze hier auch nicht schneiden, ja, sondern wir werden wirklich die Gegner angreifen, die uns auch hier angeboten werden. So, erster Gegner, ich denke mal, ist ein gutes Beispiel. Hier oben steht
der Skele, das habe ich glaube ich auch in einigen Videos gesehen, wo die Hüterin dann hier bei dem Skele gesetzt wird. Ich schaue mal, ob wir hier Stärken im Spiel haben. Nein, haben wir nicht. Ja, sobald Stärken im Spiel ist, ist vorbei. Da überlebt die Gute nicht. Und ja, in den Videos wird dann meistens auch nicht Stärken genutzt. Das heißt, der Gegner hat da kein Stärken und deswegen hat die Hüterin dann auch leichtes Spiel. Und ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, jetzt hat sie hier das Schild gehabt, aber sie heilt sich nicht. Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der Gegner hier Unwohlsein nutzt. Und ja, wie gesagt, Schild wurde hochgefahren, sie hat sich nicht geheilt. Ich habe da nicht ganz genau hingeschaut, aber ich habe gesehen, dass sie sich halt nicht geheilt hat. Und das hat natürlich dann dazu geführt, ja, dass er eins auf die Mütze bekommen hat. So, dann heilen wir die Gute mal, beziehungsweise beleben wir die Gute mal wieder. Und ja, dann suchen wir uns mal hier den nächsten Gegner raus. Wem haben wir hier? Den guten Berserker, den können wir natürlich auch angreifen. Ich glaube, den hatte ich vorhin auch schon mal angegriffen. Also, oben rein. Ich schaue mal, ob wir hier Stärken am Start haben. Nicht? Ja, hier hat sie direkt auf die Mütze bekommen. Gut, hat natürlich auch drei Gegner gehabt. So, dann wird sie auch hier nochmal wiederbelebt. Aber auch in den Videos hat die Hüterin, wo ist sie? Hier ist sie. Hat die Hüterin oder tritt die Hüterin gerne mal gegen drei, vier Gegner an. Und ja, schafft das Ganze dann da locker. So, hier unten setze ich sie jetzt mal rein bei dem Anubis. Dann gucken wir mal, wie sie hier reagiert. Jetzt wird sie natürlich hier auch von dem Micha angegriffen. Ja, kriegt direkt hier was um die Ohren. So, jetzt schauen wir mal, ob sie das Schild hochfährt. Ja, auch hier hat sie natürlich nicht überlebt. Klar, da war auch die Hüterin im Spiel. So, dann wird die Gute mal wiederbelebt. Ja, das ganz ungeschnitten. In den Videos wird das immer so schön geschnitten. Dort werden euch immer die Leckerbissen präsentiert. Ja, und wie gesagt, dann bekommt man am Ende wirklich das Gefühl, dass die Hüterin wirklich ein Monster ist. So, jetzt kommt sie hier oben rein. Wird auch wieder direkt angegriffen. Das war auch schon gewesen. Das ging aber fix. So, ich weiß gar nicht, wo die steht. Ich bin hier immer am Rumtippen. Ich glaube, in der Mitte. So, nächster Gegner. Ich hoffe, dass wir hier mal einen Gegner bekommen. Ich glaube, den haben wir gerade angegriffen, ne? Und haben es nicht geschafft. So, wem haben wir hier? Hier oben ist der Lavanica. Hier unten haben wir wieder den Skele. So, Stärken ist, glaube ich, nicht im Spiel. Auch einen Gegner mit Stärken werden wir gleich mal angreifen. Aber dort werden wir mal den Gildenkrieg nachspielen. Ja, denn der Gildenkrieg, den man dann immer auf YouTube sieht, dort werden dann Gegner ohne Stärken angegriffen. Und ja, dementsprechend hat sie natürlich dann auch leichtes Spiel. Ah, hier hält sie sich jetzt tapfer. Na, hier hat sie einige Gegner, aber auch hier ist sie nicht weit gekommen. So, dann wird sie nochmal von uns wiederbelebt. Ich hoffe, dass wir hier heute mal einen Gegner bekommen, ja, wo sie sich durchsetzt. Dass wir auch mal sehen, dass es wirklich so laufen kann wie in den Videos. So, Truppen brauche ich keine setzen. Na, ich glaube, das Schild wurde hier gerade sogar entfernt. Bin ich mir nicht sicher. Jetzt hat sie das Schild, hat sich auch wieder geheilt. Wir schauen mal ein bisschen besser hin. So, hier, Abklingzeit, hatte keinen Schutz. Zack, die Tauben haben angegriffen, sprich die Hüterin. Und ja, sie ist gekippt. So, nächster Gegner. So, jetzt haben wir hier den Zetto. Den Zetto brauche ich gar nicht angreifen. Da kriegen wir sofort eins auf die Mütze. Ich denke mal, hier haben wir mal ein Gegner, der etwas einfacher ist. Hier unten haben wir den Aries. Ja, wir setzen die Gute jetzt einfach mal hier, wo der Anubis steht. Jetzt wird sie hier von dem Anubis angegriffen. Ja, Schild ist aktiv. Das ist so ein typischer Gegner, der dann auch angegriffen wird. Ja, wie man es immer so schön in dem Video dann sieht. Und wo sie dann komplett die Base räumt. Gut, hier haben wir jetzt auch einen Baum und so weiter drin. Ein Eros haben wir hier drin gehabt. Aries. Das war jetzt hier wirklich leichtes Spiel gewesen. Aber zumindest haben wir hier schon mal einen Sieg. Ja, auch wenn der Gegner jetzt nicht so stark war. Nur mit diesen Gegnern habe ich natürlich in der Regel nichts zu tun. Ah ja, genau, ich muss die Gute ja nicht wiederbeleben. Wir haben es ja gerade geschafft. So, wem haben wir hier? Haben wir hier oben? Okay. Ja, dann setze ich die Gute jetzt mal hier bei dem Asura ab. Ich bin mal gespannt, wie sie sich jetzt hier schlägt. So, jetzt hat sie keinen Schutz. Von der Heilung habe ich jetzt hier auch nichts gesehen. Also auch hier ist sie wieder direkt gekippt.
So, noch einen Gegner und dann würde ich vorschlagen, dass wir auch gleich mal den Gildenkrieg nachspielen. Was haben wir hier? Komm, ich suche mir mal noch einen schwächeren Gegner raus. Also, hier haben wir keinen Lavaniker. Ich denke mal, dass wir den guten mal angreifen können. Hier unten haben wir den Waller, hier haben wir den Micha. Ich denke mal, dass er doch eigentlich hier klarkommen sollte, ne? Das ist doch jetzt mal so ein Gegner, den sie echt bezwingen sollte mit dem Talent. Aber auch hier hat es nicht funktioniert. Zack, hat sie auch wieder direkt eins auf die Mütze bekommen. Also Leute, ihr seht's, das ist auch wirklich das, was ich so in den letzten Stunden, auch gestern, wo ich das Talent hochgezogen habe, wo ich mir gedacht habe, Mensch, geh doch jetzt mal eine Runde raiden, so wie du das gesehen hast, wo ich dann wirklich enttäuscht wurde. Und auch hier möchte ich nochmal erwähnen, dass man wirklich immer trennen muss, ob man starke oder schwache Gegner angreift. Ja, wenn ihr wirklich in einem Bereich spielt, wo ihr nicht so starke Gegner habt, dann würde das Ganze natürlich anders laufen. Man hat es gesehen, wo ich den Gegner mit Aries und Co. angegriffen habe, da hat sie sich durchgeschlagen. Aber hätte sie dort ein anderes Talent gehabt, wäre es wirklich nicht anders gelaufen. Ja, hätte man da zum Beispiel Unheiliger Pakt in Verbindung mit dem Kriegsgott oder so genutzt, ja, dann hätte sie den Gegner ganz sicher auch weggehauen. So, dann würde ich vorschlagen, dass ich die Hüterin jetzt nochmal neu ausstatte und dass ich mich dann gleich nochmal zurückmelde. Also, meine Lieben, wir werden jetzt mal hier den Gildenkrieg in Anführungsstrichen, den Gildenkrieg mit der Hüterin spielen. Dazu habe ich hier den Höllenballon auf der guten und das heilige Licht, damit nochmal die LP hier erhöht wird um 48%. Und ja, ich habe den Metalgott angeschrieben, der hier auch dafür gesorgt hat, dass wir eine vernünftige Def haben, nämlich diese Def, die ich dann auch immer in den Gildenkrieg habe, wenn ich den Gegner angreife, ganz viel Stärken. Und auf dem Anubis nutzt er ein 5er Unwohlsein. Das heißt, wir werden hier auch gleich an der Heilung gehindert. Truppen habe ich auch aufgefüllt. Dann würde ich vorschlagen, dass ich die Hüterin jetzt hier mal absetze. So, die wird hier gerade angegriffen. Schild ist oben. So, jetzt hat sie kein Schild, bekommt Schaden ab. Und hat das Schild. Und man sieht, sie hat sich nicht geheilt. Ja, wir wurden an der Heilung gehindert von dem Unwohlsein. Und nachdem das Schild dann wieder weg war, sie hat irgendwie noch 10% HP gehabt, hat ein Treffer gereicht, dass die Gute gekippt ist. So, ich belebe die Hüterin nochmal wieder und dann können wir den Metalgott nochmal angreifen. Ich brauche jetzt hier auch nicht verschiedene Gegner angreifen, sondern es soll wirklich nur um die Gegner gehen, die ich dann hier auch im Gildenkrieg habe. Also nochmal Hüterin hier an der Seite raus. So, jetzt hat sie das Schild. Das heißt, es passiert nichts Großartiges, ich kann mal ein bisschen ranzoomen. Jetzt hat sie wieder das Schild, wurde wieder nicht geheilt. Ja, okay, jetzt hat sie es ein bisschen geschafft, kämpft hier tapfer, aber sie wird ganz sicher nicht weit kommen. Auch jetzt ist sie wieder draufgegangen, 9%, also sie hat hier nicht irgendwie 80%, 50%, wie es dann auch immer in den Videos dargestellt wird, hat sie nicht geschafft. Ich könnte jetzt hier noch ganz viele Gegner angreifen, könnte mir auch noch Gegner raussuchen, die keinen Stärken haben. Das heißt, ich könnte euch auch zeigen, dass man natürlich mit der Hüterin und dem Höllenballon auch gewisse Basen räumen kann. Dazu gibt es ja Videos auf YouTube. Aber wie gesagt, ich wollte euch mal zeigen, dass es eben bei mir nicht so läuft. Ja, und das ist dann auch der Grund, weshalb ich das Überleben auf meiner Hüterin. Ja gut, jetzt habe ich es drauf. Sicherlich werde ich es auch das eine oder andere Mal nutzen. Aber es ist jetzt kein Talent, wo ich sage, Mensch, da hast du eine gute Wahl getroffen. Ich hätte auch gerne drauf verzichten können. Was ich mir allerdings gut vorstellen kann, wenn ich Überleben als Wappen hätte, ja, dass ich sicherlich das Wappenüberleben in Kombination mit dem Unheiligen Pakt oder was auch immer, mit viel Damage, dass man das sicherlich in der einen oder anderen Situation nutzen kann. Aber als Talent finde ich es auf jeden Fall, ich sag mal, wirklich eine Verschwendung. In den kleineren Bereichen, habe ich ja jetzt wirklich schon des Öfteren gesagt, kann man sicherlich Überleben spielen, aber auch da würde ich persönlich ganz sicher nicht auf Damage verzichten wollen. Also meine Lieben, das soll es dann an dieser Stelle auch schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte euch dieses Talent ganz sicher nicht schlecht reden. Ganz im Gegenteil, ich wollte euch einfach nur mal zeigen, dass es auch anders laufen kann. Ja, dass es wirklich nicht immer so läuft, wie es in den Videos dann gezeigt wird. Und ja, schaut einfach immer ganz genau hin, vergleicht
das Spiel, was euch dort gezeigt wird, einfach immer mit eurem Spiel. Ja, schaut, was der Gegner dann nutzt in den Videos. Ist Stärken drauf, ist Unwohlsein drauf oder ja, vieles anderes, was man so nutzen kann. Und entscheidet dann weise, ob dieses Talent zu eurem Spiel passt oder nicht. Ich hoffe, dass euch dieses Video dann wie immer gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst mir ein Like, abonniert meinen Kanal. Euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns dann wie immer in dem nächsten Video. Bis dahin.